Für die Damen des BBC Berlin geht eine turbulente Saison zu Ende. Sie verlieren das letzte Spiel der zweiten Bundesliga gegen die Stralsunder Wildcats in der Hämmerlinghalle in Köpenick mit 0:3. Ist halt schon sehr anstrengend gewesen und wir sind jetzt alle so gerade erleichtert, dass wir jetzt erstmal unseren Körper wieder schonen können und dann nicht alles reinschmeißen müssen wieder. Die Berlinerinnen in Dunkelblau und Pink starten suboptimal in die Partie. Nach einem 4:0-Lauf der Gäste zieht Trainer Robert Hinz die Reißleine. Doch auch nach der Auszeit schaffen es die Gastgeberinnen nicht, den Rückstand aufzuholen. Die Wildcats können ihren zweiten Satz benutzen und entscheiden den ersten Durchgang mit 25:23 für sich. Der zweite Satz dann die souveränste Phase der Gäste, die bereits das Hinspiel 0:0 für sich entschieden hatten. Ihr Spiel? Schnell, zwingend und erfolgreich. Anne Krohn und Dana Politz mit dem Block zum 25:11 und der Zweisatzführung für die Nordlichter. Insgesamt, also im Vergleich zu anderen Saisons, haben wir halt wirklich eine starke Entwicklung gemacht. Also wir haben unser Spiel halt ein bisschen vorangebracht, wir spielen ein bisschen schnellere Bälle. Unser Zuspiel wird immer zackiger, also von daher haben wir auch da trotz der Gesamtsituation auch einen guten Schritt vorangemacht. Im dritten Satz dann der Lichtblick für die Berlinerinnen, die noch einmal alles geben und beinahe noch einen vierten Satz herausholen können. 25 beide, 26 beide, 27 beide. Bis der Fehler von Libero Annika Kummer die Stralsunderinnen erlöst. Tabellentechnisch bleibt alles wie zuvor. Die Wildcats auf Rang 6, die Damen vom BBSC beenden die Saison auf dem 8. Platz. Für die Berlinerinnen, die die letzte Saison auf Platz 2 abschlossen, sicherlich ein wenig enttäuschend. Trauriger stimmen werden sie allerdings die Abgänge von Alina Gottliebe Fröhlich und Stefanie Utz, die ihre Karriere beim BBSC beenden. Es war schon besonders. Also das letzte Zweitligaspiel für mich und für meine Mitkumpanin Alina und es war schon sehr emotional. Es wird auch noch emotionaler werden, denke ich. Vielleicht sieht man so ein paar Tränchen noch in den Augen, aber das wird schon noch ein bisschen mehr werden heute Abend. Nun bleiben erstmal ein paar Wochen, um die Akkus wieder aufzuladen, bis die Vorbereitung für die nächste Saison beginnt. Dann wollen die Berlinerinnen wieder ganz vorne mitspielen und angreifen.